Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Global Space Program. In der letzten Folge haben wir es geschafft, den Minmus Lander endlich in die Umlaufbahn zu kriegen. Und jetzt müssen wir einen Flug... Was ist denn das? Achso, das ist einer der Asteroiden. Den Flug zum Minmus zu machen. Also wir setzen uns den mal als Ziel. Ja, ja, okay, alles gut, alles gut. Sie hat nur gesagt, sie hat ein bisschen Hunger und wird sich jetzt ein paar Chips gönnen. Manöver hinzufügen und wir ziehen mal hier raus. So. Na, da kommt ein Trefferpunkt. Brauchen wir aber allein schon 400 im Rest. Okay, warte mal, wenn wir... Interference für 900 MS. Das hört sich nach einem Plan an. Wir richten uns aus. Was wir auch machen können, während sich die Systeme ausrichten, die Solarpaneele für den Flug ausfahren. Damit wir vorbereitet sind. Und immer Energie geladen. Wir haben nicht so viele Satelliten in der Umlaufbahn. Wir müssen immer wieder ein paar auch runterholen. Beziehungsweise... ein paar neue Satelliten entwickeln für unsere Mondbasis dann. Weil ich will, dass wir so viel wie möglich auch robotermäßig schaffen können. Solange wir keine Wissenschaftler hochziehen oder hochfliegen müssen, damit die Raketen bauen, schauen wir, dass wir eine Erdstation komplett autark bauen. Bedeutet viel Robotertechnik. Wie gut das funktioniert, ist natürlich die Frage. Aber dafür brauchen wir ein gutes Satellitensystem, damit wir eine Kommunikation haben und immer mit Minmus kommunizieren können und die Roboter steuern. Weil ansonsten geht das Ganze nicht so gut aus, würde ich sagen. Hier fährt... Ah genau, ich wollte eigentlich gucken, wie schaut der Status aus. Essen grandios. Schaut auch gut aus. Zustand der Rakete ist auch gut. Wir haben noch eine Zündung. Wir lassen aber trotzdem Valentina jetzt mal einen EVA machen. Einfach damit sie ein bisschen Spaß hat, würde ich sagen, ne? Hast du schon mal einen EVA-Bericht gemacht? Ja, der ist schon hier. Ich glaube, Valentina ist gerade von der Ober... Guck mal, da fliegt der Mond vorbei. Oh mein Gott, das ist cool. Schaut euch das Bild an. Tschüss, Mond. Ich habe leider noch nie geschafft, wirklich so genau diesen Moment einzufangen. Und den finde ich cool. Da war echt cool. Zu sehen, wie der Mond an der Erde vorbeifliegt. Ich will hier eigentlich auch eine Space Station haben, weil ich finde, mit diesem Bild schaut das Spiel echt geil aus. So, wir sind ausgerichtet. Flugzeug ist bereit für den Weiterflug. Stell dir vor, wenn wir hier so auf der Höhe, so circa auf 100 bis 80.000 oder bei, auf komplett 100, zwischen 70 und 100.000 irgendwo eine Station bauen. Du hast den Blick ganz nah über der Erde. Die Station fliegt vorbei. Ah, grandios. Ich würde jetzt selber so gern eigentlich auch mal in den Weltraum zur Space Station. Ich finde... Space ist eins der tollsten und spannendsten Sachen, die es gibt. Wir können so viel erforschen, aber der Weltraum, du schwebst. Dieses Gefühl muss eigentlich unbegreifbar sein. Zu fliegen und nichts, also dein Gewicht ist weg. Also fast weg, aber ihr wisst, was ich meine, du schwebst. Du hast kein Gewicht auf dir, du hast keine 1G auf dir wirken. Ich kann mir das nur so mega cool vorstellen, aber ich hoffe, es ist so in echt. Und ich würde auch ultra gerne bei den Missionen für Mann oder Duna irgendwo, Duna, Mars, dabei sein, weil das wäre eine Ehre ohne Ende, sowas machen zu dürfen. Bei solchen Missionen zu fliegen, wäre, glaube ich, das tollste Erlebnis, was man haben kann. Deswegen liebe ich auch solche Spiele wie Space, Kerbal Space Program oder sowas. Du baust deine eigene Space-Sachen. Du hast dieses, ein bisschen dieses Gefühl von dieser Weltraum. Du
fliegst halt ohne wirklich Schwerelosigkeit, aber du hast die Gravitation immer interferierend. Ich mochte damals schon das, wie war das, Angry Birds Space, wo du mit den Planeten gearbeitet hast, die Gravitation hatten. Aha. Keine Ahnung, das interessiert mich immer. Neben IT und Tieren, also Pferden vor allem, ist das so eine Sache, die mich doch irgendwie voll interessiert. Jetzt mal ganz langsam vorarbeiten. Ist der leer jetzt? Fehlfunktion. Oh shit. Aussteigen. Brandneu. Oh fuck. ich habe gleich so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, Leute. ja. Jetzt müssen wir hoffen, dass keine Fehlfunktion auftritt. Das ist das Problem mit so einer starken Engine. Können wir die runterdrehen? Ich musste auch direkt drauf drücken, anstatt direkt auf die Karte mal zu gucken. Komm schon. Jetzt hat. Interference! Yes! Das wäre beinahe schief gelaufen. Das wäre beinahe schief gelaufen und wir sind head on zum der Sonne. 500 MS noch drin, wir haben aber 0 Schübe, bedeutet, wir gehen jetzt erstmal auf schöne weite Reise. Wir geben uns hier hin, hierher vorspulen. Dann haben wir nämlich wieder Zeit und Licht. Weil hier die Sonne ist, genau, richte dich schon mal so aus. Ich drehe dich ein bisschen zurecht, so wie ich dich brauche, damit ich da was sehe. Und auch, dass die Energie so ausschaut, damit das alles gut läuft. Energie unendlich, perfekt. Wir fahren jetzt die Antenne aus. Hier haben wir auch schon Daten gesammelt. Daten waren hier auch vorhanden. Wir müssen ja alles mal überprüfen, ob wir wirklich alles auch mal gesammelt haben. Weil auf Minus brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel MS da noch zum Runterbremsen. Runterbremsen könnte interessant werden, aber landen, starten ist ja Minus mit einer sehr geringen Geschwindigkeit dabei. Also auch, hat halt eine sehr geringe Dichte. Ne? Genau, wir wollten reparieren noch. Bitte noch einmal aussteigen, die würde ich auch denken. Die ganze Zeit muss ich reparieren. Was haben die denn? Engine gewartet, so gut wie neu. Einmal noch insponieren, sie sagt brandneu, das finde ich gut. Rüber und bremsen. Und einmal einsteigen. Habe ich jetzt. Ach. Orbital folgen. Arretiert Auto. Dankeschön. Ah. Das ist jetzt einer der längsten Flüge, glaube ich. 16 Tage dauert allein der Flug. Hier vorspulen. Lunar Project Orion wurde deaktiviert. Ah. In der Zeit fliegt auch der Asteroid schon vorbei. Das Gute ist ja, dass er vorbeifliegt. Irgendwas hat um 50... Irgendwas hat 50 Punkte gebracht. Holla.
Da kommt du, Minmus? Duna. Da kommt mal kurz Duna vorbei. Wo ist er denn? So, ne, da unten ist er. Unser kleiner, kleiner Freund. Hier vorspulen, das sind nochmal 2 Stunden. Das ist halt heftig, wie langsam man hier unterwegs ist am Ende. Aber stopp, hä? Warte mal. Kriegen wir es irgendwie hin hier? Warum? Was passiert jetzt hier gerade? Es sieht so, wir sind dran. Ausrichten Richtung Manöverpunkt. Schnell, wir haben nicht viel Zeit dafür. Hä? Wieso? Warum? Hä? Zum Glück haben wir so viel Sprit mit. Das ist weird. Jetzt haben wir eine Interferenz wieder. Hier vorspulen. Jetzt lass mich. Warum? Dankeschön, denk mir schon, irgendwas ist hier komplett schief. Sie so. Ich bin bei Minmus. Hatte ich dich auch schon hier? Ich sehe nichts, da ist gerade eine Info drüber. Nee, hatte ich noch nicht, aber ich würde es lieber untenrum machen, weil solche Daten können wir sonst auch mal mit einem Roboter machen. Aber landen sind so nicht die Sachen, die ein Roboter so gut kann. So, und runter mit dem Funk. Warum nimmt mir das gerade? Das ist gerade gar nicht übel, das an der Antrieb. Das ist jetzt gerade komisch. Nochmal drehen bitte. Schon wieder so eine Taxi. EVA wieder. Leertaste R. Warte, Engine. Ja, wenn jemand seinen Zahnstocher drin vergessen hast, dann warst es sicher du, weil du hast zuletzt den Antrieb reparieren müssen und bist ganz alleine. Das ist eher das Problem wahrscheinlich jetzt hier bei der Minmus-Mission. Stimmt, ich habe sie komplett alleine hochgeschickt. Au, das könnte ein Problem sein. Also sie hat mehr Platz, glaube ich, als sonst. Wie schaut es sonst aus? Ja, nur Radiation, also sie ist noch nicht irgendwie durchgedreht. Das ist gut. Also sie braucht allein jetzt bis runter zur anderen Seite 3 Tage. Das ist heftig. Nahrung schaut auch noch gut aus. 60 Tage hier. Gegendrehen, antiradial.
Ich werde dann versuchen, uns relativ gerade wieder zu drehen, damit wir eine gute Landung hinlegen. Obwohl, warte mal, wir können ja eigentlich... Warte mal, stopp. So. Ich versuche jetzt, hier zu landen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Daumen zu drücken. Das wäre ein Träumchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!